Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Nürnberg. Ja, ich schließe jetzt die Rübenernte ab. Fahre noch kurz hin zum Erntefahrzeug. Also oben anfangen sogar. Denke ich mal, ja. Eine kleine Ecke ist ja noch und das dreht sich voll. Die Zuckerfabrik kriege ich nicht voll. Also der hätte sowieso nicht gereicht. Ich habe meine Ladung für den PGA gegönnt. Beziehungsweise das, was reinging. Die Fläche werde ich hier als Bauland nutzen und somit nicht bestellen neu. Und man kann dann gleich übergehen. Ja. Früchte verkaufen zum Beispiel, also hier Salat und Zeug, dann Käse und so. Und Butter, dann muss die Milch verteilt werden und die Kühlung versorgt werden. Manchmal so mal, ne? Also mir ist schon mal passiert. Da hatte ich auch noch einen Hockdruck gedrückt und im gleichen Zuge wieder ausgedrückt. Na, und die Krähe erledigt. Schade. Schlecht fürs Ernte gut, ne? Gut für die PGH zu gehen. So, fertig. Überladen und dann gehen wir gleich zurück. Unser Weizen muss noch wachsen. 2000 bis mehr. Können wir schenken, ne? Dicke haben wir es nicht. So. Steig mal aus, ne? Sonst gibt es Probleme. So. Das ist verkehrt. Da. Rübentechnik. Zurückgehen. Auswählen. Zurückgehen. Da gab es ein Update für und ja, hat funktioniert, ne? So. Jetzt Kühe versorgen. Aber wir können trotzdem die Zeit schon mal schneller laufen lassen. Weil da ist jetzt ein Schlupfen. So ganz ohne Futter sind wir noch nicht. Hier muss einiges verkauft werden. Na, viel Mist haben wir noch nicht. Kann aber sein, dass ein bisschen Mist in meine in die BGH gleich reingeht. Also da blicke ich ganz durch. Macht er mal so, mal so. So. Und Schatten. Was ich im Dezember machen wollte, ich wollte den Weizen verkaufen. Da stellen wir gleich mal hin in der Menge.
Jetzt ziehen wir die Stadt einfach hier so hin. Da muss eh noch ein Kurs eingefahren werden zum Bahnhof oder so. Mal kurz hier gucken. So, Silage ist so gut wie leer. Mist fehlt, macht aber nichts. Nur Strom haben wir zur Zeit. Rühm drin gehabt. Alles verarbeitet. Ja, die Lage ist alle. Jetzt kommt eine Zuckerrübenhütte. Gut, dann mal gleich die Lage reinbringen. Zumindest. So, ja, 12 Uhr ist durch. Vielleicht kann ich ihn alle hinstellen oder sowas, mal sehen. Ich könnte auch ein Ballenlager nehmen. Von Fat Action. Wo man die Ballen entsprechend einlagern kann. Oder können, oder kann oder ne. Und dann was los ist wieder rausnehmen. Dann können wir noch mit Hänger reinkippen. Dann wäre das ein bisschen schneller. Ist auch nicht realistisch, muss man dazu sagen. Plumpf. Ja, war das hier schon realistisch, ne? Der Radler ist realistisch. Aktiviert. Oder habe ich den nie aktiviert? Inspektor, also der unten rechts. Na gut. Nicht ganz so tragisch zur Zeit. Laut Wetterkarte ist das meiste im Wetter nördlich und südlich dabei. In dem Fall kriege ich nur Regen ab. Aber Regen ist gut. Brauche ich draußen gießen. So. Jetzt hat die BGH ein bisschen was zu tun. Das ist der einzige. Einziges Einnahmekiller, das wir seit haben. So, mal gucken, ob wir am Land kaufen können. Können später. Also, hier ist mein Hof und hier wären 3-4 Felder, die wir im Prinzip auch zusammenlegen könnten. Wir müssen nur gucken, was die kosten. Also fast 200.000. Ertrag 110%. Das ist im Großen und Ganzen ganz gut. Das müsste ich noch zunehmen normalerweise. Bäume weg und dazu. Da oben Steine. Dann könnte man das theoretisch kaufen. Gut, mal, ne, also wird nicht ganz reichen, aber wie gesagt, das ist so mein Plan. Im Grunde immer die Felder nehmen. Und das vielleicht dazu nehmen. Vielleicht. Mal schauen. Da ist eine Straße. Ja gut, dann können wir das nicht knicken, aber wir können zumindest da nicht so. Ja, also zusammenlegen, was geht. Anlegen. Ein bisschen höher annehmen. Ja. Nur ist egal. Ich wollte nicht so tief nehmen, weil er dann runterfallen würde. Die unteren Ballen ein bisschen höher angenommen wird, dann ist er. Dann fällt der eine Ballen gegen die Gabel, gegen das Gerät und dann fällt es eigentlich nicht runter.
Und nur 13 Uhr gewesen. Jetzt der rote Mega gelb. Jetzt hat die ja. Jetzt kann die ja alles vergasen, ne? Zuckerrüben und. Pelage. Mist. Nicht. Voll runter, Junge. Flups. Gut, dann haben wir erstmal die Kühe versorgen, ne? Ich glaube, der Futtermischwagen war noch am Traktor dran gewesen. Hier hochkomme, bin ein Sportler, ne? Ha, wie ein ganz junger Hüpfer. Langes her. Also hat man gesund, das geht's ja. Kein Strom mehr hier. Wahnsinn. Bauer, ich habe Bauer deaktiviert. Macht nichts. Dann würde so gehen. Dann hole ich mir erstmal zwei Silageballen. Und dann zwei Heuballen, aber ohne Stroh. Strohballen sind zu groß, das Auto fährt es nicht hin. Ist leider so. Aber ich kann einen Strohballen, ja, das muss ich den kleinen nehmen, muss ich echt so einen Radlader runterholen. Brauche ich ohne. Machen Sie Lager Heu. 2-2. Das müsste gehen. Wildes Gelände hier. So. Kommen wir hier so hin. Wo steht irgendwie? Ist auch nicht zu warm. Auch genau zwei Stück. Zu hoch. Nicht zu hoch. Ja. Genau, so nicht. Bin ja da den Anhänger eingestellt. Das ist ganz schön hoch, das Gerät. Aber lustiger auch, ne? Dann geht's. So. War der erste Streich. Einen brauche ich noch.
hier brauche ich einen größeren Radlader. Oder eine Rampe. Um ihn reinwerfen zu können. So. Ohne Heu, ne? Stall. Oh, Stein. Oh, die erste Palette. Zucker ist da. Wahnsinn. Ja, Rübenerde fertig. Jetzt brauche ich den Stall nicht, der nächste Stall. Den nächsten Stall kriegen wir dann neu. Jetzt ist ja noch eine Ernte reingefahren. Gehen wir so. Das sind 9000er. Das ist eng geworden hier. Licht machen hier. Futter. Futter nimmt das um die anderen los. Oh, schon wieder schon. Duschkratzer ist schon da. Firmen. So, voll. So. Ja, wir versorgen die Bullen. Das passt. So, mal gucken rein. Gucken wir mal rein. Mann. Wenn man Deutsch sprechen gelernt. So, Station, da ist voll. 100%. Im zweiten kann er was rein, dann ist gut. Milch haben wir zurzeit 8000, Gülle 11000. Also Gülle muss noch nicht weggefahren werden. Dann könnte ich mal gleich auf den Strohballen mit hinfahren. Da könnt ihr aber den großen Radlader nehmen. Oder den kleinen. Das ist im Grunde egal. Oh, Geld gekriegt. Lisa Wega arbeitet. Geht das. Oh, Zeit ist oben. So. Ja, ich sag mal schönen Dank, dass ihr reinschauen. Na, tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Elgrad. So, arbeitet schon Finn. Mal sehen. BGA voll machen. Kühe sind versorgt. Stroh noch. Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.